In diesem kurzen Film möchten wir Ihnen zeigen, wie unsere Kunden bereits heute den Use Case modellbasierte Währung verlegen durchführen. Der Modellersteller erstellt ein parametrisches Ausführungsmodell, in welchem sich die Bewährungen anpassen, wenn beispielsweise die Wandstärken sich ändern. Auch in einem parametrischen Ausführungsmodell stecken die Betonierabschnitte, wie wir sie hier sehen. Die Betonierabschnitte geben der Bewährung die Information, wann sie verlegt werden müssen und in welcher Sequenz. Es bildet eine Montageeinheit. Diese Montageeinheit kann überprüft werden auf den Use Case, ob das Exchange Requirement richtig angewendet wurde oder nicht. In Tekla ist dies sichergestellt, weil es tief in die Software eingebaut ist. Und so können die IFC-Daten mit Sicherheit korrekt weitergegeben werden. Wir haben das mit Kunden automatisiert und können so alle notwendigen IFC-Daten in einem Multi-Export direkt erstellen, basierend auf den Betonierabschnitten. So entfällt eine lästige Datenaufbereitung seitens Baumeister. Der Baumeister kann die Daten direkt in Trimble Connect nutzen und entsprechend viewen, die Bewährung, innere Lagen, äußere Lagen, hier in dem Beispiel gemäß Use Case, und auf alle Informationen zugreifen, wie sie im Use Case definiert wurde. Nicht alle Attribute im Use Case braucht man jeden Tag, darum kann man die in Trimble Connect sehr einfach auch markieren als Favoriten. Auch nutzen unsere Kunden gerne die sogenannte Datentabelle, um nicht einzelne Attribute suchen zu müssen, sondern direkt die Bewährungsnummern, beispielsweise die Positionsnummern, aus einer Liste auszuwählen und direkt zu sehen, wo diese Bewährungseisen sind. So können die Eisenleger auf der Baustelle die Eisen direkt ohne Pläne verlegen, sehr einfach und intuitiv und auch weniger Rückfragen an die Planung. Wenn man IFCs nicht aus Tekla kriegt, lohnt es sich, diese zu prüfen. Hier mit SimpleBeam, hier nochmals das IFC aus Tekla, das geprüft wird, ob es wirklich den Use Case Anforderungen entspricht, und das ist natürlich der Fall. Hier ein anderes IFC, das nicht aus Tekla kommt und nicht die Use Case Anforderungen erfüllt. Man sieht das sofort in einem Checker hier in SimpleBeam, was da fehlt, typischerweise die Eisenabstände oder zu welchen Betonierabschnitten die Eisen gehören. Modellbasiert Bewährung verlegen hat viele, viele Vorteile gegenüber einer traditionellen, planbasierten Arbeitsweise, sowohl in der Planung wie auch in der Ausführung. Und wir würden uns freuen, dies auch mit Ihnen umzusetzen.